Herzlich, hey, bist super. Herzlich willkommen zur 48. Folge des Stadio Belli. Mit dem Felix. Bin sehr verwirrt dadurch, dass du anfängst, direkt loslässt und dein Handy sich, denke ich, nachher meldet. Bing, bing. Okay, ja. Hallo Kuh. Hallo Kuh. Miau. Hallo Kuh. Uff. Ich glaube, ich habe es noch nicht gemolken. Hallo Kuh. Dreimal Silberqualität. Und einmal Gold. Übrigens, bei mir macht es keinen Unterschied, welche Qualität ich habe, solange ich später große Eier oder kleine Eier bekomme. Das ist ja der Unterschied eigentlich nur noch. Da hat jemand ganz viel Spaß mit seinen Steinen, habe ich gehört. Kannst du mal, wo läufst du jetzt dorthin? Zum Magier. Kannst du mal bei diesem komischen fliegenden Händler vorbeigucken, was der hat? Werde ich gerne tun, ja. Der hat Höhlenkarotten, Sonnenblumen, Holzzaun, eingelegt, blablablub, Schleimtulpe, Batterie, Kirschensetzling, Kokosnuss und sonst nichts Spannendes. Ganz viel tolles Zeug, aber nichts, was du brauchst, glaube ich. Okay. Los hier. Ah, die hart. Irgendwer hat das Gefühl. Irgendwer will mich gerade massiv ärgern. Gesehen von mir oder inklusive mir? Das ist jetzt die große Frage, ne? Ja, das weiß ich auch nicht so jetzt. Wie lange soll der Winter noch gehen? Es ist gerade 12. Nehmen wir Winter, deshalb verschlafen wir noch die gerne. Ich brauche Geld, ey. Sagen, ich verkaufe jetzt erstmal mein ganzes verarbeitetes Zeug hier. Ich forsche gerade an der vergessenen Zauberer. Hast du 1000 Gold, das solltest du machen. Von den Essenzen solltest du sogar auf welche Runde haben. Ich glaube, fast das Gold weggeschmissen. Die Kiste. Na dann, schade. Was war der Schattenessenz, ne? Eine reicht. Aber ich will ihm mehr verkaufen. Kannst du noch eine die Wand bringen? Dann mache ich mal meinen ersten Auftrag. Wo ist denn der Zauberer? Ganz, links. Ganz links, ne? Ja. Dieser komische Turm. Richtig. Ich
Hallo. Ah, Schattensims, danke. Bargeld hier. Mayonnaise. Mayonnaise braucht übrigens ungefähr 3,5 Stunden in-game. Also eigentlich total kurz, aber wenn ich dann noch meine 5000 weiteren Tiere habe, dann wird es natürlich auch eng, ne? Nur verlorene Bücher ist doch zum Kotzen. Na, manchmal das Gefühl, es gibt nur noch verlorene Bücher, so ungefähr zu angeln. Okay. Weiter, weiter, nicht weiter. Freitag, 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 Freitag. Also ich wäre theoretisch eigentlich durch. Eigentlich wollte ich so einen Tintenfisch fangen, aber irgendwie hat er keinen Bock auf mich. Der rennt die ganze Zeit weit weg, weißt du?
Weil eigentlich sollst du den zwischen 18 und 2 Uhr im Winter fangen können, aber irgendwie, nö. Okay. Ja, alles, aber kein Tintenfisch. Ich brauche den doch nur für eine Aufgabe. So, letzter Fisch, wenn er nicht ist, dann auf zurück. Ich musste mal drohen, da funktioniert das manchmal. Eventuell. Das war vermutlich ein Tintenfisch. Zumindest ist er so aufgewichen wie ein ge geisteskrankes Ding etwas. Boah, mit Highspeed zurückrennen oder so ähnlich. Du hast übrigens deinen Ahornsirup nicht eingesammelt beim Busstop. Ist mir vollkommen egal. Davon brauchst du doch immer noch so viel. Ja. Boah, ich kann mir nicht mal Movement Speed oder sowas erforschen, so Quality of Life Research oder Kannst sowas, geht das? ich hier kochen mit plus 3 Geschwindigkeit und sowas? Direkt Usain Bolt dann oder wie? Ja. Oh, ich hab's aus dem Bett geschafft, endlich. Boah, das Angeln hat sich ja voll gelohnt. Kannst du 400 Gold bekommen. Ui. Du Scheiße. Okay. Meine Preiselbeeren-Gelees haben 2300 gebracht. Die Blaubeer-Gelees haben 900 gebracht. Der Saft hat 300 gebracht. Der Käse, der Goldkäse hat 2400 gebracht. Die Biere haben 1500 gebracht. Die anderen Käse haben 5200 gebracht. Und die 249 Preiselbeeren, die ich jetzt mal verkauft habe, haben 9000 gebracht. Das Das ist wie viel Geld? heißt 22.001. Ja, und du sagst immer, ich habe so wenig Geld, ich habe so wenig Geld, aber eigentlich hast du alles nur rumliegen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht gedacht, dass das so viel ist. Mir war's klar von Anfang an, aber du wolltest mir ja nicht glauben. So, wann kommt jetzt der nächste? Ging es da immer freitags und sonntags, ne? Richtig, und Sonntag solltest du auch Fernsehen gucken wegen Kochen. Machst du das auch oder was? Manchmal. Ich vergesse das bloß seit Anfang des Spiels, um bei jedes Mal schlafen zu gehen, aber das, beziehungsweise das anzugucken, ist egal. Okay. Naja, im Endeffekt hättest du jetzt vermutlich schon so gut wie alle Rezepte haben können, wenn du dir das anguckst. Außer halt die, die du von irgendwelchen Bewohnern gegeben kriegst. Ziemlich das Einzige, was ich überhaupt machen muss, aber das ist egal, ne? Du hast, glaube ich, aber aktuell trotzdem noch ein bisschen zu tun, so mäßig, ne? Wieso? Mit Sachen in den Dinger reinpacken oder nicht? Wie Sachen die reinpacken? Nein, du musst ja noch Sachen wegproduzieren, oder nicht? Oder bist du jetzt langsam an dem Punkt, wo du eigentlich fast schlafen könntest, nachdem du deine Tiere angeguckt hast? Ja gut, ich muss halt noch massenhaft an Zeug fahren für die Sprinkler. Das ist das Problem, ja.
Aber ich investiere jetzt einfach mal 10.000 und kaufe mir die Frage ist halt, hast du mit den Ressourcen, die du jetzt hast, kriegst du irgendwas an Sprengladen fertig? 13. Oder fehlt noch irgend... Die Frage ist halt, ob das übergangsweise nicht sogar fast reicht, dass du mal nebenher noch farmst oder sowas, aber... Das ist halt die große Frage. Was ist das denn schon wieder für ein Fisch, Alter? Manchen denkt man sich auch, die kriegst du ja nie gefangen, ey. Du musst vor allem bedenken, hätten wir die normalen Einstellungen, hättest du damit gerade 40.000 gemacht, ne? Warum bei? Ticken mehr halt. Kannst du immer das Doppelte rum bei rechnen. Du hättest zwar vermutlich auch für deine Saat dann um bei das Doppelte bezahlen dürfen, aber das ist egal. Weißt du, bist jetzt wieder auf dem Weg in die Mine, oder wie? Nee, ich geh jetzt auch mal pennen. Ich muss gucken, ob ich irgendwie... Ich geh erst wieder in die Mine, wenn ich alle meine Klamotten hier verarbeitet habe. Oder wie? Ja, Milch und sowas. Hast du so viel überproduziert die letzten Tage? Ja, ich hab's auch noch nicht geschafft, aber jetzt ist alles so. Ups. Du drin und du und so. Jetzt ist alles in der Käserei drin, jetzt hat alles erledigt. So. Überfall! Gib den Fisch her! Genauso wie bei Gilde oder wie. Einmal überfallen, alles an Geld von mir klauen, was ich erspielt habe, und bald wieder wieder zu investieren. Ja, genau. Das ist eigentlich wieder klar. Das wäre eigentlich grundsätzlich ein guter Plan. Liegst du jetzt im Bett, um die Nacht zu schlafen, oder was ist dein Ziel gerade? Ich habe jetzt erstmal nichts zu tun. Aber morgen ist dann wieder in die Werbung. Einmal schnell was in die Kiste werfen. Und wieder zum Bett. High Speed oder so ähnlich. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Jawohl, und rein. Bis zum nächsten Mal.
Und tschüss. Tschüss.